Crysis, Folge Nummer 2. Herzlich willkommen zurück bei Let's Shoot und Überleben und Aliens und allem Scheißdreck, was hier auf dieser verschissenen Insel passiert. Sieht aber schon ganz geil aus, ne? Ist eine geile Insel, aber ist eine Scheißinsel. So, offenes Terrain. Da hinten sehe ich schon irgendwelche lustigen Clowns. Let me markieren. Einmal, zweimal. Oh ne, die kamen da hinten schon wieder mit dem scheiß Boot rum. So, da müssen wir hin. Da haben wir noch ein Pedo. Einzeln. Betäubungsfall. Tarnfeld aktiviert. Ich warte mal, bis sich das da beruhigt hat. Maximale Panzerung. Links ist ja unsere Anzeige. Na komm, schneller bitte. Ist ein bisschen blöd bei uns momentan, weil wir uns ziehen ein paar Gewitter momentan rum. Was ist das hier eigentlich? Oh. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ein Kampfjet. Tarnfeld aktiviert. So, da haben wir noch ein verkacktes Auto. Maximale Panzerung. Ganz ruhig. Tarnfeld aktiviert. Gut, dass sie so viel Büsche sind. Kritisch. Maximale Panzerung. Geht das? Jawohl. Tarnfeld aktiviert. Ihr seht mich nicht. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Hä? Oh ne, jetzt sind die da schon wieder mit ihrem Scheißboot. Ich auch noch. Maximale Panzerung. So, Hammer Granatos Lumios. Ja, Hammer. Tarnfeld aktiviert. Für das schöne Autochen davon. Und für ihn hier auch. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Scheiße. Ach, Granaten haben wir nicht. Kacke. Tarnfeld aktiviert. Entdeckung, Nomad. Ihr Anzug wird beschädigt. Ja.
Achtung, wir haben das Markenware. Wir sind ein Tal 3 Klicks östlich von hier zurückverfolgt. Zeiko und ich sind unterwegs. Kommen Sie zum Treffpunkt, aber passen Sie auf. Der Feind hat sich tief eingegraben. Klar, Prophet. Hey, die mit ihrem beschissenen Schiff, irgendwie kriege ich die auch noch. Maximale Panzerung. Irgendwann kriege ich die auch noch. Gehen wir echt zusammen ein bisschen auf die Nerven. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Das war nicht geplant. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Mann. Dreck, Mist. Maximale Panzerung. Scheiße, jetzt müssen wir hier mit der Pistole rumrennen. Kacke. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Eingesichtet. Das gibt's nicht. Au. Kacke. Nerv. Weißt du, die mit ihrem Drecksboot. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Die mit ihrem Drecksboot. Dann gebe ich so auf die Fresse. Maximale Panzerung. Das Auto, ich glaub's nicht. Ich bin so aus dem Spiel raus, das gibt's gar nicht. Aber gut, keine Ahnung, wie lange ich das schon nicht gespielt habe. So. Oh, gerade Muni leer. Glück gehabt. Oh je. Nomad, Sie nähern sich einem Gebiet mit starker Feindaktivität. Halten Sie den Ball flach. Wenn die Sie entdecken, fordern Sie Unterstützung an. Gut, das wollen wir aber diesmal verhindern, wenn ich ehrlich bin. Tarnfeld aktiviert. Daher laufen wir mal schön weit hier hinten. Weil ich glaube, Crysis ist mehr so ein, ich sag mal, Stealth-Spiel, wo man mehr, ich sag mal, schleichen muss. Man hat zwar die Waffen, aber ich glaube, die Gegner sind nicht zu unterschätzen. Man soll sie nicht unterschätzen.
Tarnfeld aktiviert. Also machen wir das mal ein bisschen leise. Oh, das ist so warm hier, ey. Das ist so ekelhaft. Energie kritisch. Ah, okay. Ball flach halten, das werden wir natürlich machen. Tarnfeld aktiviert. Wir gehen ganz unentdeckt weiter. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Noch sehe ich keinen. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Vorsicht. Tarnfeld aktiviert. Oh, wir sind direkt im Lager. Scheiße. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Gibt's nicht, jetzt fliegt die EU hier gerade über unser Haus. Könnte gleich vielleicht etwas laut werden, oder ihr hört's jedenfalls. Nomad, laut JSOC hat die KVA auf der östlichen Halbinsel einen Gefechtsstand. Infiltrieren Sie ihn und suchen Sie Informationen über feindliche Stellungen. Ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Roger. Wir haben nicht viel Zeit, Nomad. Aktivieren Sie den Sprintmodus. Maximales Tempo. So, Jo ist vorbei. Ich habe hier nämlich das Fenster auf, weil wir haben hier wieder die 30, 35 Grad drin. Jetzt scheint gerade so ein bisschen die Sonne. Kontrollpunkt der KVA gestoßen. Da kommen Sie nur mit ordentlich Feuerkraft vorbei. Besorgen Sie sich ein paar Granaten. Oh ja, Granaten. Tarnfeld aktiviert. Oh, hallo. Wo haben wir denn? Wie kann ich die denn packen? Ich hab das gesehen. Ich hab's nicht mehr. Hey! Digga! 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 So, da haben wir den kleinen Kontrollpunkt. Ich sehe überall Leute rum. Ich sehe überall hier Leute. So. Ach, mal anders hinsetzen. Weiter geht's. Tarnfeld aktiviert. Da haben wir. Da haben wir keinen. Da haben wir ein paar. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Hoffentlich kommt jetzt keiner raus. Tarnfeld aktiviert. Wo haben wir denn hier? Maximale Panzerung. Ich sehe jetzt so direkt keine Granaten. Aktiviert. Energie kritisch. Maximales Tempo. Tarnfeld aktiviert. Maximales Panzerung. Oh oh. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Scheiße. So am Arsch. Ich muss mal kurz in die Steuerung gucken.
Kann ich denn etwas greifen, verdammt? Ich sehe es jetzt nicht so direkt. Ich probiere es mal mit T. Immer langsam. Na, geht. Die sind ja alle schön versammelt. So, Schalldämpfer, taktischer Aufschatz, Reflex, gut. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt erlegt habe. Oh, shit. Toll. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Wie? Von wo? Och nee, wieder von so einem scheiß Schiff. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So, waren das alle? Ich hoffe mal. Haben die alle keine Muni? Oh nee, sag jetzt nicht, ey, die muss man echt bei jedem einzeln nehmen. Oh, super. Dann tun wir uns erstmal ausrüsten. Future Fashion. Next Gen Sir Pursuit. Ja. Ich trage ihn schon. Muni, Muni, Granatos, Kaputtos, nix. Gut. Okay, gehen wir. Maximales Tempo. Sie nähern sich jetzt einigen KVA-Stellungen. Räuchern Sie die Granaten aus. Okay. Energie kritisch. Was? Oh oh. Tarnfeld aktiviert. Holen wir ihn uns. Energie kritisch. Mann! Ich höre irgendwas. So, irgendwie so eine Art Tier. Immer die Muni mitnehmen. Nomad, kommt sofort zum Treffpunkt. Hier ist etwas, das Tarnfeld aktiviert. Worum geht's denn, Prophet? Kommen Sie einfach her. Sie würden es mir sowieso nicht glauben. Bin unterwegs. Oh. Energiekritisch. Aus der Hüfte ist die Waffe aber nicht so geil. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Headshot. Biatch.
Ich wette, da oben sind welche. Die war kacke. Die war schon... Na, die letzte war ein bisschen besser. Moin! Ah ja, immer ein bisschen Munition. Ich brauche dringend mal ein Mauspad. Für diese Maus. So, hier laden wir nach und runter. Ui, vorsichtig. So. So, der hat noch ein bisschen von Super Muni. Pistole brauchen wir nicht, wir haben ja eine eigene. 1, 2, 4. Maximales Tempo. Ups. Maximale Panzerung. Der Ruf der Lukasa. Der Luska. So. So. Maximale Stärke. Hopp. Das ist so geil. Hopp. Energie kritisch. Hopp. Hopp. Maximale Panzerung. So, wo haben wir denn noch welche? Ich höre doch die ganze Zeit hier irgendwas. Da ist was. Denn? Weiß? Mach keinen Scheiß, ey. Finde ich nicht lustig. Maximale Stärke. Ich höre mal da hoch. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Da ist doch was. Was zum Fick? Das ist echt Eis, ey. Maximale Panzerung. Wat? Nee. Da sind sie ja endlich. Hi, was sagen Sie dazu? Falsch geparkt. Hat jemand Probleme, sein Boot einzuparken? Wir sitzen in der Sackgasse fest. Und ich habe den sicheren Kanal zum JSOC verloren. Zu viele elektrische Interferenzen hier. Hey, Boss! Ich hab hier was. Eine topografische Karte. Da ist ein Gebiet markiert. In diesem Tal hier muss die Ausgrabungsstätte sein. Wieso sind Sie da so sicher? Bin ich nicht, aber mehr haben wir leider nicht. Wir brechen sofort auf. Ich gehe nirgends hin. Erstmal beantworten Sie mir ein paar Fragen. Ich kaufe Ihnen diese Bergungsscheiße nämlich nicht mehr. Ja. Seit wann haben die Nordkoreaner einen verschissenen Froststrahl? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem verdammten Comic gelandet. Ich habe Ihnen alles gesagt, was Sie wissen müssen. Das ist Blödsinn und Sie wissen es. Aztec ist tot und wir haben keine Ahnung, was ihn getötet hat. Ich habe ihn gesehen, Boss. Er war verstümmelt, in zwei Hälften gerissen. Ich meine, womit haben wir es hier zu tun? Doch nicht nur mit Koreanern. Chester hat recht. Wenn dieser Rosendahl verrückt wäre, wären wir nicht hier. Schluss jetzt, Psycho! Sie kennen Ihre Befehle. Unser Job ist es, diese Leute zu finden und das werden wir tun. Und jetzt brechen wir auf. Was das ist ein Befehl. Da ist was. Leute. Wow! Gewinn! Was? Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Los! Was? Lauf! Nächste Folge! Fuck! Seht ihr es?